Herr Schirmeier rappelte mit dem kleinen, flachen Paket im bunten Geschenkpapier. Praline? Ja, kein Zweifel. Wer verschenkte denn heutzutage noch Pralinen? Das war doch eher so eine Verlegenheitssache, wenn einem nichts Besseres mehr einfiel. Ein Präsent für Leute, die man eigentlich kaum kannte. Er zupfte an einem Zipfel der Verpackung und enthüllte eine Ecke der Schachtel. Pralinen, genau wie er das vermutet hatte. Die Stimme seiner Frau kam aus der Küche. Was ist denn? Ja, Pralinen, rief er und rupfte den Rest des Papiers davon. Von wem hast du die? Von Frau Brauer vom Lottogeschäft, weil ich letztens den Krankenwagen gerufen habe, als sie beim Salzstreuen ausgerutscht war. Du erinnerst dich? Ja, ja, ich erinnere mich. Er öffnete die Schachtel und ließ den Zeigefinger über den kleinen schokoladigen Leckereien in ihren goldfarbenen Kunststoffvertiefungen kreisen. Eigentlich machte er sich nichts aus Pralinen. Er lehnte sie nicht ab, sie waren ihm mehr oder weniger egal. Er pickte eine heraus, die ihm appetitlich erschien. Sie wurde von einer kleinen Mandel gekrönt. Als er sie zwischen seinen Fingern hielt und von allen Seiten betrachtete, musste er schmunzeln und daran denken, dass ihm ein solches Päckchen Pralinen schon einmal eine große Hilfe gewesen war. Das lag nun etwa ein Jahr zurück. Beim letzten Besuch bei seiner Tante Gisela hatte er so eine Schachtel im Gepäck gehabt. Als er sie ihr bei seiner Ankunft überreicht hatte, hatte sie sich sehr gefreut. Sie hatte mit den Päckchen gerappelt, fein gelächelt und mit mädchenhaftem Tonfall gefragt: Pralinen? Er hatte ihr milde zugenickt, woraufhin sie erwidert hatte: Du weißt doch, dass ich eigentlich keine Süßigkeiten essen soll. Sie war ein körperliches Wrack gewesen, seine Tante Gisela. Sie lag mehr oder weniger den ganzen Tag im Krankenbett und ernährte sich fast nur noch von Medikamenten. Ach, und reich war sie gewesen, erfreulich reich. Herr Schirmeier ließ jetzt die Praline in seinen Mund verschwinden. Er genoss es, erst ein wenig von der süßen Schokolade schmelzen zu lassen, bevor er begann zu kauen. Marzipan, das mochte er eigentlich ganz gerne. Während seines letzten Besuchs hatte Tante Gisela die Pralinen zwar nicht angerührt, aber schon am Tag nach seiner Heimreise erhielt er prompt den erhofften Anruf, dass sie sehr plötzlich ihrem langjährigen Leiden erlegen war. Niemand hatte Verdacht geschöpft. Die restlichen Pralinen hatte offenbar niemand untersucht. Bei der Menge an Gift, das er hineingespritzt hatte, war sie sicherlich schon nach dem ersten Happen hinüber gewesen. Herr Schirmeier schlenderte ins Wohnzimmer hinüber und betrachtete die verschneite Landschaft vor dem Panoramafenster. Das Haus war ein Traum. Hier würde der Lebensabend gemeinsam mit seiner Frau paradiesisch werden. Dass der Kauf so schnell über die Bühne hatte gehen können, war nur der Tatsache zu verdanken gewesen, dass er die Summe gleich in bar hatte bezahlen können, dank Tante Gisela. Eigentlich schmeckten Pralinen sogar ganz gut, so stellte Herr Schirmeier jetzt fest. An Christine, die mollige kleine Pflegerin, die sich in den letzten Wochen ihres Lebens um Tante Gisela gekümmert hatte, hatte das Geschenk von der alten Frau mit einem Strahlen entgegengenommen. Für mich? Aber das wäre doch nicht nötig gewesen. Die Greisin hatte von ihrem Krankenbett zu ihr aufgeblickt, hatte schwach die beiden faltigen Hände um ihre linke geschlossen und leise gesagt, weil sie so lieb zu mir sind und mir immer so schön vorlesen. Dann hatte Ann-Christine mit dem Päckchen gerappelt, die Brauen gehoben und mit einem schelmischen Gesichtsausdruck gefragt: Praline? Die alte Dame erlag am nächsten Abend ihrem Leiden, ganz ohne den Genuss von Pralinen und Gift. Auf dem Totenschein wurde ein vorhersehbares Organversagen vermerkt. Anderthalb Wochen später hatte die Pflegerin das Päckchen weiter verschenkt. An Dr. Kemper, den Arzt, der ihren 5-jährigen Sohn David wegen seiner ADHS-Erkrankung behandelte, als kleines Zeichen ihrer Dankbarkeit. Dr. Kemper hatte verhalten geschmunzelt, mit dem Päckchen gerappelt und gefragt: Pralinen? Er hatte es erst gar nicht mit nach Hause genommen, sondern gleich im Kofferraum seines Autos deponiert, um es am Ende des Monats zu seinem Kongress nach Bad Kissingen mitzunehmen. Da gab es Leonie, die Kellnerin der kleinen Nachbar, die ihn immer wieder mit zu sich nach Hause nahm, wenn er in der Gegend war. Dieses Mal gab er ihr am nächsten Morgen nicht nur die üblichen 300er, sondern auch das flache, bunt verpackte Päckchen. Sie rappelte damit und fragte überrascht: Praline?
Zu Ostern reiste die Schachtel mit der Post nach Kiel zu ihrer Mutter. Das Geschenkpapier war ausgetauscht worden. Darauf spielten jetzt kleine Häschen nachlaufen. Als der Postbote es am grünen Donnerstag Frau Traune Schimosch mit den Worten Post von ihrer Tochter überreichte, rappelte sie nur kurz damit und er fragte, Marlinen? Sie grunzte nur abfällig, schenkte ihm einen Schnaps aus, so wie immer, wenn er ihr etwas brachte, trank auch einen und warf das Päckchen danach in das untere Fach des alten Wohnzimmerschranks, in dem sie auch Tosca-Flaschen und Seifenstücke und anderen Kram hortete, den sie weiter zu verschenken gedachte. Das kennen Sie, ne? Wer hat noch ein Tosca-Fach zu Hause? Kommt jetzt mal ehrlich. Habe ich kürzlich vorgelesen, da waren junge Leute mit in der Lesung, da haben die gesagt, das müssen wir erstmal googeln. Ja. Wir wussten gar nicht, was das. Früher hatte jeder Haushalt so ein Tosca-Fach, oder? Wo diese Sachen reinkamen, die man einfach nicht, die sich anhäuften. Und, ich weiß, kennst du das überhaupt? Nein, Tosca kam die Übelkeit. Das Dollste war aber immer in diesen Tosca-Schachteln. Das war so eine Pappschachtel und da war so Kunstseide reingefummelt und in dieser Kunstseide lag eine Tosca-Flasche und ein Stück Seife an einer Kordel, ganz genau. Seife an der Kordel. Wozu ist das gut, Seife an der Kordel? Haben Sie mal Seife an der Kordel benutzt? Ich, der Herr guckt zur Seite, der hat glaube ich. Ja. Ich habe das noch nie gesehen. Ich weiß gar nicht, wofür das gut sein soll. Das ist, wenn du hier diese Spezialübung vollführst, ja, dann brauchst du die Seife. Ach, hier mit dem Kopf da unten, Kopf weiter nach oben. Kordel. Sehr gut. So, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, wo ist das Päckchen? In dem Fach mit den Tosca-Flaschen. Der kleine Marvin aus der Nachbarschaft, der alle paar Wochen den Rasen des verkommenen Gartens mähte, war ziemlich enttäuscht, dass er dieses Mal statt eines Fünfers nur ein Päckchen in die Hand gedrückt bekam, das so alt zu sein schien, dass noch Osterhasen auf dem Geschenkpapier abgedruckt waren. Er rappelte damit und fragte skeptisch, Aline? Seine Mutter nahm es ihm gleich ab und stiftete es zur Tombola des Pfarrers. Natürlich erst, nachdem sie das Papier ausgewechselt hatte. Herr Töller, ein Besucher aus Düsseldorf, gewann einen Toaster, zwei Eierbecher aus grünem Glas und auch das Päckchen. Seine Tischgesellschaft applaudierte fröhlich, man hatte schon ordentlich Kümmelschnaps intus. Herrn Töllers Frau rappelte mit dem kleinen Paket und fragte, Praline? Das Päckchen erreichte das Heim der Töllers in Düsseldorf nicht, sondern reiste mit dem im Zug vergessenen Koffer weiter nach Köln. Dort filzte ein junger Mitreisender mit Rasterlocken rasch das Gepäckstück, bevor er den Waggon verließ. Vom Inhalt des Koffers war der junge Mann enttäuscht. Jede Menge gebrauchter Wäsche, zwei Kulturbeutel und eine absurde Menge an Gebissreiniger. Und ein Päckchen, das er halbherzig an sich nahm. Auf dem Bahnsteig erwartete ihn seine Freundin. Sie nahm mit fragendem Gesichtsausdruck die Schachtel entgegen, rappelte damit, rümpfte ein bisschen die gepierste Nase und fragte amüsiert, Praline? Sie küssten sich beinahe den ganzen Weg lang bis zu ihrer kleinen Wohnung, schliefen dann mehrere Stunden miteinander, beeilten sich danach mit dem Duschen und Anziehen und eilten schließlich zum Geburtstag ihres Vaters in die Villa vor den Toren der Stadt, wo sie gerade noch rechtzeitig ankamen. Sie hatte ihn gefragt, ob sie das Päckchen weiter verschenken dürfe und er hatte sie geküsst und gesagt, ja, wenn dein alter Herr Pralinen mag, warum nicht? Ihr Vater hatte abschätzig mit dem Paketchen gerappelt und dumpf gebrummt. Pralinen? Ein paar Wochenenden später hatte er es mit in die Eifel zur Jagd genommen und der Frau seines Jagdhüters geschenkt, die sich auch ganz artig über das kleine Präsent gefreut hatte. Sie hatte mit dem Päckchen gerappelt und gefragt, Aline? Und dann war der Schnee gekommen. Und sie war eines Morgens beim Schneeräumen vor ihrem kleinen Laden in Hildesheim ausgerutscht. Das Essen ist gleich fertig, hörst du? Herr Schirmeyers Frau arrangierte im Esszimmer das Besteck und die Teller. Sie mochte es gerne festlich und betrachtete mit schiefgelegtem Kopf das Ergebnis. Ihr Blick fiel auf die geöffnete Pralinenschachtel auf der Tischkante. Ach nein, Schatz, du hast sie aufgemacht. Ich wollte sie eigentlich noch an Andrea weiter verschenken.
Während sie sprach, hob sie die Schachtel hoch und betrachtete sie von allen Seiten. Die Andrea, die hat doch Geburtstag, weißt du? Natürlich hätte ich noch anderes Papier drum gewickelt. Dann runzelte sie die Stirn und erhob laut die Stimme. Ach Gott, du hast doch nicht eine davon gegessen? Guck doch mal hier, das Verfallsdatum. Seit fast einem Jahr abgelaufen, das ist ja... Als sie ins Wohnzimmer hinüberging, lag ihr Mann mit grotesk verkrampften Gliedmaßen und Schaum vor dem Mund im Sonnenschein vor dem großen Wohnzimmerfenster und atmete nicht mehr.